Ich erwarte Widerstand. Auf dem Rückweg. Der Hintergrund klingt die ganze Zeit wie so ein Schwimmbad. Noch kam nichts. Es kam nichts. Gut. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Oder die da oben. Ich weiß halt nicht, was passiert. Der Chip. Ich kann noch ins Wasser springen. Da ist Wasser und ich verbrenne. Stößpaddel. Und wieder speichern. Ich Speicherfuchs. Ah, ob ich die 1000 knacke? Harpun. Dann kommen auch wieder Taucher. Oh, da unten ist was. Das hat keinen Sinn. Ich hasse diese Taucher. Ach, das ist so eine Verschwendung mit den Tauchern immer. Go! Da unten ist ein Geheimnis. Unterm Gitter. Ich muss mich gerade vor dem positionieren. Jetzt triff doch mal! Ach, das, wenn die auf einer Höhe schwimmen, hat das so wenig Sinn. Kann ich schon wieder neu laden. Da. Unbeschadet. Unbeschadet. Habe ich es geschafft, da durchzukommen.
hat sich die Tür geöffnet. Ah nee, ist klar. Oh. Die wussten direkt Bescheid. Brauche ich noch nicht. Speichern. Einundfünfzig Minuten. Zu einfach. Ah, hier ist wieder ein Schalter. Gut, jetzt kann ich mich da rüberhängen. Hab ich auch verstanden. War jetzt nicht gut. Die Red Card. Wieso behält aber die Karte nicht? Hubschrauberplatz ist nach oben gefahren. Das sind hier komische Wege. Langsam wird mir klar, warum das Level tiefer heißt. Alarm! Alarm! Solche Waffen ist Lever auch mehr gewöhnt in neuen Teilen. Solche scharfen Sachen. Keine Pistolen. Scharfe Pfeile werden geschossen. Oh. Die könnte ich gebrauchen. Und mehr war hier nicht. Ah, jetzt bin ich hier. Hätte ich mir doch denken können. Was macht der Chip jetzt?
Hört die Segel dann auf? Und wo müssen wir jetzt mit der Wetcard hin? Aha. Was mache ich mit der jetzt? Habe ich ja alles in diesen Raum geschafft. Wo bräuchte ich jetzt eine Red Card? Ich dachte gerade schon, da steht einer. Da! Rote Karte. Speichern. Total unbeholfen. Ah, ist in der Wand verschwunden. Alarm, Alarm! Sie ist weitergekommen, die Lehrer! Niemand gerechnet, dass sie bis hier unten hinkommt. Zwei Minipacks, die helfen mir. Das kleine nehme ich und dann wird gespeichert. Zum 171. Mal. Ah, jetzt bin ich hier. Ich war ja gerade im Wasser. Da waren ja die zwei Taucher. Mayday, Mayday, diese brünette Frau kommt immer tiefer. In die Anlage! Mayday, Mayday, Mayday! Blut oder Antworten? Welches davon ist mir egal? Soll er doch beides abspucken? In Ordnung, Marco. Willkommen an Bord. Oh. Komm schon, willst du den Stock spüren? Also sag endlich, wo im Kloster sollen wir suchen? Was meinst du, Bruder? Ah. Oh, wir haben das Ende erreicht. Aber wenn Marco Batu hier ist, wer flog denn da mit dem Heli weg? Da oben, das geht immer gar nicht. Ganz klassisch. Pistolen gemacht. Hallo, ist hier jemand? Da liegt jemand. Erstmal gucken, was hier ist. Ein Geheimnis. Wenigstens eins. Und nochmal speichern, falls zum nächsten Level wieder eine Videosequenz kommt, dass ich die im Nachhinein dann wieder reinschneiden kann. Denn er zeigt mir hier die Videosequenzen gar nicht.
Sie, keine von denen? Aber Sie sind ein Mönch. Bruder Chang aus Berkang. Du willst mich holen? Da war ein helles Licht um mich herum. Das waren Schüsse. Und ich denke, es waren eher die anderen, die davon mitgenommen wurden. Aber du bist doch meine Führerin, meine Wegbereiterin zum nächsten Leben. Meine Zeit hier ist um, nicht wahr? Was tun Sie hier, zusammen mit Marco Bartoli? Nichts. Habe ehrliches Leben geführt. Nur wegen notwendigem Übel hier. Wie mein Vater vor mir, als er Jennys Schiff hier bombardiert und versenkt hat. Jetzt bin ich hier, war hier, um zu verhindern, dass sein Sohn den Seraphen findet. Den Seraphen? Du kennst mein Lebenswerk doch kaum. Du bist doch wirklich nicht ihretwegen hier? Die haben ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wollen den Seraphen, um damit einen bösen Schatz freizulegen, den wir in unserem Kloster in Tibet hüten. Vor Jahrhunderten ist uns der Schlüssel von Vagabunden gestohlen worden. Seither haben wir keinen Schlüssel zum bösen Schatz mehr. Verließen uns nur auf unsere Gebete, um ihn zu bändigen. Dann ist der Okkultist Gianni B. in seinen Besitz gelangt. Furchtbare Folgen. Er hat einem uralten Glauben wieder Leben eingehaucht, der durch noch so viele Verbeugungen nicht aufgehalten werden kann. Und jetzt ist er wieder hier. Marco, vom Wahnsinn befallen. Sein Geist ist gewalttätig, hat aber noch nicht die Macht, seine Gelüste zu befriedigen. Also mussten wir erneut zu den Waffen greifen. Die wahren Teufelsaustreiber. Wohin wirst du mich denn bringen? Da ist er. Und ich dachte, meine Zeit... Oh, richtig rote Augen hat er. Meine Veränderung ist wohl ebenso gut. Ich brauche Ruhe. Barfuß. Ach, plötzlich ist das U-Boot oben. Vorhin war es noch auf dem Grund. Die Tiefe. 45 Minuten. Besiegte Gegner 30, Munition 609. Davon waren 533 Treffer. Medipacks 4,5. Zurückgelegte Distanz 4,58 Kilometer.